Willkommen zurück auf meinem Kanal, ich bin der Christian und wir zocken mal wieder ein Röntchen Tekken 3 Arcade Mode. Falls ihr mal wieder was anderes sehen wollt, gerne auch einfach in die Kommentare schreiben. Wir können auch gerne mal wieder mit dem Tekken Ball spielen und so ein Gedöns. Aber für den Start würde ich einfach mal sagen, nehmen wir Jin und werden ein bisschen austeilen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich weiß gar nicht, welcher Schwierigkeitsgrad eingestellt ist. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wieder der einfachste eingestellt ist. Aber hey, die Optik sieht auch, also die Optik, naja, ist halt PlayStation 1, ne? Aber ich finde die Kleidung so von Jin, so, das sieht schon echt nice aus. So die Hose, die ist echt cool. Die würde ich mir auch anziehen. Aber ich bin ja kein Kampfsportler, von daher wird das wohl eher nichts mit der Hose. So, wir haben ja noch eingestellt, dass es nur eine Runde ist, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Das ist von damals noch eingestellt, da habe ich nichts weiter dran verändert. Gegner Nummer 2 ist Jin. Man kann sich auch auf jeden Fall noch dran erinnern, die ersten 3 Runden oder so sind alle easy peasy. Oh shit, aua. Und dann easy peasy platt gemacht. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, dass... Ach, verdammt, Mann. Komm her. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie die Steuerung nochmal abging. Ab Runde 4 kriegt man den nachher richtig hart aufs Maul. Und dann nochmal ab Runde 7 oder so. Als wenn man zuerst total easy spielen würde, dann auf Mittel und dann auf Schwer. Bam, bam. Zack. Bam. Oh shit. Zack, da sind wir einfach ein bisschen zu dicht dran gekommen. Oh yeah, man. Geile Nummer. Da hat sie genau reingegriffen, das schaue ich mir ganz gerne nochmal an. Und dann. Hey, da muss ich erstmal hinkriegen. Da sind wir auch schon bei Stage Nummer 4, also jetzt könnte es ein bisschen schwieriger werden. Law. Aber shit, aber siehst du, da geht nämlich schon los. Ich meine, die ganze Zeit haben wir schon auf die Mütze gekriegt. Nochmal, komm. Ja, verdammt. Da ist er nicht gesprungen. Bam. Da haben wir dich von hinten ausgetrickst. Oh Gott, nein. Alter. Der war auch hier, zack, und... Nein. Wow. Das ist jetzt gerade echt ein bisschen bitter. Nein. Nein. Oh. Boah. Digga, wie er mich auf einmal zerstört hat. Das war krass. Noch eine Runde. Ich weiß noch nicht, wie viele Runden ich... Aber ich versuche, möglichst mit Jin irgendwie durchzukommen. Kann natürlich sein, dass wir uns ein bisschen blöde anstellen nachher, dann müssen wir abbrechen, aber ich versuche das hier irgendwie zu rippen. Oh Gott, aua. Auch hier muss ich dazu oder darauf verweisen, haben wir auch alles schon durchgespielt, also die Videos und sowas kann man sich gerne in diesem dafür vorhandenen Let's Play angucken. Und der Bär, ey, Kuma, selbst mit dem haben wir, glaube ich, durchgespielt. Und das war schon ein Akt, Bären. Zack, in die Fresse. Bam. Bam. Und bam. Perfekt. Wie habe ich das denn gemacht? Von Law eben übelst auf die Fresse gekriegt und auf einmal den Bären locker abgezogen. Ja, mit dem Bären war auch schwer zu kämpfen, das weiß ich noch. Also das ist immer alles nicht so. Der hat zwar so geile Special Moves, wenn er den Gegner eiskalt auffrisst. Wenn er es versucht. Okay, alles klar. Paul ist auch weg. Also wir spielen auf easy, würde ich sagen. Ich bin wieder so ein bisschen warm geworden, wieder so ein bisschen drinne. Nina. Die erinnert mich ja jetzt irgendwie spontan so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, kennt ihr... Also ich habe neulich den neuen Power Rangers Film gesehen, ne? Den aus 2017. Und die Rita. Elizabeth Banks oder so? Heißt die Schauspielerin? Irgendwie erinnert die mich, also wenn man mal einen Tekken-Film macht, sollte die vielleicht Nina spielen. Aber gut, also vielleicht einen guten Tekken-Film. Nicht so einen wie der... Naja, es gibt ja auch andere Tekken-Filme, über die wir uns vielleicht nicht so wirklich unterhalten brauchen. Wobei der Tekken-Film noch besser war als der Dragon Ball-Film. Hey. Die sind ja fast... Ich glaube, der Dragon Ball-Film ist, glaube ich, von 2009 und der Tekken-Film von 2010. Also die Realverfilmung, von denen rede ich jetzt, ne?
Nicht von den Zeichentrickfilmen, die sind ja meistens ganz gut. So, hier haben wir auch direkt die Schwester von Nina. Das ist Anna. Das ist aber auch von den Namen her dann so einfach gehalten, ne? Ja, wie heißt sie? Ja, sie heißt Nina. Ja, wir brauchen jetzt für die Schwester einen ähnlichen Namen. Okay, wir nennen sie Nina und Anna. Und... als sie die Sicht gewechselt haben, habe ich ernsthaft gedacht, sie hat mich mal weggeklatscht. Aber nee, wir haben den Final... Treffer haben wir gemacht. Final Round. Bam, erstmal niederschlagen und dann nochmal ins Gesicht treten. Okay. Das ist fies, ey. Weißt, er macht da einen Move und hat direkt mehr abgezogen als ich. Ah. Oh shit. Komm, ins Gesicht und... Wow. Was war da denn? Mein Treffer... Ich hab gewonnen. Habt ihr das gesehen? Der war schon hinüber und hat trotzdem noch... Also, was war das denn? Ich wusste gar nicht, dass es bei Tekken 3 sowas geht. Auch vorhin, als wir die Attacke von Xiao Yu, oder wie sie hieß, abgefangen haben und eiskalt einen Gegengriff gemacht haben. Das Tekken 3 überrascht mich echt. Also Tekken 3 war damals echt der Shit, ey. Ich meine, ist ja heutzutage kann man das ja immer noch zocken, obwohl, wie gesagt, das doch PlayStation 1 ist. Es gibt schon PlayStation 4 und trotzdem kann man sich das eigentlich immer noch geben. Da gibt es andere Spiele, die schlechter gealtert sind. Bam, in die Fresse. Ja, man boxt sich so einigermaßen durch, ne? Also, das habe ich mir an der einen oder anderen Stelle auch schon ein bisschen schwerer vorgestellt. Ich meine, wir wurden halt schon zweimal, glaube ich, K.O. gehauen. Final Round. Aber, ja, trotzdem immer nur von jedem Gegner denn einmal. So, das ist jetzt, bis jetzt gab es noch keinen Gegner. Okay, vielleicht jetzt. Okay, vielleicht doch nicht. Bis jetzt gab es halt noch keinen Gegner, wo du so sagst, okay, ich komme hier absolut nicht weiter. Aber wie gesagt, wir spielen bestimmt auch easy. Na gut, wir werden uns das Video noch angucken. Nebenbei werde ich ein bisschen drüber quatschen, weil, wie gesagt, die Videos, ich habe das Spiel schon durchgespielt, eiskalt mal auf dem Kanal nachgucken. Hier siehst du natürlich, also man erkennt schon, dass das Spiel halt schon 20 Jahre alt ist fast, ne? Wie er da geguckt hat, lebst du noch? Bam, hinüber. Das fand ich damals auch richtig geil. So dieses Devil-Jin-Ding da, ey, das sah so mega cool aus. Aber ohne Scheiß. Ich meine, es gibt Filme, die heutzutage rauskommen, die sehen von der Optik her immer noch so aus. Habt ihr mal die Serien oder so auf Super RTL gesehen, die alle in diesem Animationslook sind? Die sehen teilweise so schlecht aus, als wenn man da mal eben so das Lockerste gemacht hat. Okay, ja, dass man erkennt, dass es aussieht wie ein Mensch, reicht. Alles andere drauf geschissen. Na gut, aber wir wollen jetzt hier gar nicht auf irgendwelchen Serien und so rumhaten. Da mache ich vielleicht mal ein extra Video zu. Mal gucken. Jedenfalls wird es die Tage halt weitergehen mit einem anderen Spiel. Mal gucken, ich habe da noch eine ganze Reihe an Spielen, die mal wieder gezockt werden wollen und wo wir mal reinspielen. Und ansonsten gilt das gleiche wie auch bei den anderen Spielen. Einfach mal in die Kommentare schreiben, falls ihr nochmal mit einem anderen Charakter das sehen wollt, wie das durchgezockt wird. Oder falls wir mal wieder Tekken Ball spielen wollen oder irgendwelche anderen Tekken Modis, die es hier gibt, können wir sehr gerne machen. Ich bin raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Spiel dann auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.